Kühlschrank, Messreihe, XY-Reihe, Teil sowieso. Jetzt habe ich erst noch so ein altes Bratenthermometer noch nagelneu verpackt gehabt, aber das geht nur bis 0 Grad, ist nicht ungefähr genau. Nicht genau. Ich habe hier jetzt genau 264 in 24 Stunden, in 12 Stunden hatte ich 130. Hier habe ich nochmal so ein Ding hier laufen. Diktiergerät Pro. Hallo, hallo, hallo. Damit kann ich genau mit Screenshots genau die Klickzeiten herausfinden. Hat zwar keinen Wert, damit könnte man vielleicht einen fehlerhaften, einen spinnenden Thermostaten mit auf die Schliche kommen. So, das können wir jetzt auch mal stoppen. Ja, ich habe mich auch schon erkundigt bei den Energielabel, wie man das denn messen soll. Und die sagen, die messen bei 4 Grad mit Temperatursensoren. Und alles andere müsste ich kaufen. So, den hier habe ich Mini-Maximum. Das ist der falsche Knopf. Mini-Maximum. Hallo. Und 6,1 Hysterese. Das ist hier. Also ich hätte noch 2 Grad weiter runterstellen müssen zum Testen. Das Thermometer ist hier drin. Schon wieder angesprungen das Ding oder läuft er noch? Ist ja auch egal. Das habe ich hier in einen fetten Glas reingepackt. Tüchlein. Und das ist dieser, mein Außentemperaturfühler. Ne, wie gesagt, wir haben jetzt gerade jetzt 'Und meine nächste Messreise, meine Vergleichsreihe ist halt eben hier der Pott Wasser. Man muss, kann sagen, dass der hier oben ungefähr 2 Grad höher ist. Aber hier habe ich gemessen. Und wenn ich eine reguläre Messreihe machen will, muss ich die Temperatur hier auf 4 Grad einstellen. Vermeintlich. So. Dafür nehme ich diesen hier. Ein Sorste Dings. Den stelle ich hier rein. Stecker rein. Ja, wir haben hier eben unter tiefste Temperatur nahe 6. Ich muss mal eben was gucken, kleinen Moment mal eben, dass wir wieder unverschämterweise die Leute weglegen. So, hier sind wir nochmal wieder. Da sind wir wieder. 7,1 und das ist ein Kühlschrankthermometer. Das habe ich bei Hornbach mal gekauft. Wie gesagt, das war ganz genau. Es war ganz genau. Ein bisschen länger liegen lassen. Jetzt erwärmt sich schon wieder. Wir hatten 7,1. Ist egal, das war genau. Und damit ich mir das selber noch merken kann, das war jetzt die 7 Grad Stellung, war jetzt an meinem Ding zwischen 2 und 3. Und jetzt mache ich ihn mal eben noch mal auf 3 und versuche die 4 Grad zu kriegen. Der hat jetzt verbraucht, damit angegeben ist,
der 10 Jahre alte Kühlschrank mit 84 Kilowatt und jetzt nur gemessen, ohne die Tür aufzumachen, bei 97 Kilowatt. Also noch in Ordnung. Aber bei 4 Grad wird das wahrscheinlich, also so wie er eigentlich sein müsste, wird der Stromverbrauch wahrscheinlich höher sein. So, was piept hier? Ist auch egal. Ah ne, der Überlast. Ich habe ihn in die Überlastpiepung gebracht. So, das war das mit den 7,7 Grad. 100 kW im Jahr. Ein 10 Jahre alter A++-Kühlschrank, der normalerweise 90 verbrauchen würde.